Hey, hallo und willkommen zum heutigen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt Spaß. Und ich hatte mega hammer viel Spaß. Und das liegt an diesem mächtigen Gefährt. Guckt euch das an. Ihr wisst, ich maule gern über die Firma Lego. Aber die Firma Lego ist halt nun mal wie bei Blue Bricks im anderen Fall halt nun mal die einzige Firma, die die Lizenzen dafür hat. Und zwischendrin bringen die ja auch richtig gute Modelle mal. Oder aber auch Riesengrütze, guckt euch den X-Wing da hinten an, da gibt es noch ein Maulvideo ohne Ende. Aber das hier, das haben sie richtig, richtig, richtig schön gemacht. Und ihr seht, ich brauche eine zweite Hand, weil es ist ziemlich schwer. Oh ja, aber auch super gut. Zu teuer. Ich habe das für 175 Franken gekriegt. Das kostet normal 209 Franken. In Deutschland kostet es, glaube ich, offiziell bei Lego 209 Euro. Das ist zu viel. Es ist auch mit 175 oder also es wären dann ungefähr 160, 170 Euro. Ist es immer noch sehr viel. Trotzdem ist es inhaltlich das beste Modell, das ich bis jetzt je gebaut habe. Muss ich neidlos anerkennen. Es sieht nicht nur fantastisch aus, also kommt der Vorlage extrem nahe. Es hat auch sehr viele tolle Special Features drin. Die sind richtig toll. An einer Stelle kann man glücklicherweise sagen, haben sie Aufkleber. Es sind aber auch einige Sachen gedruckt. Das ist sehr toll und löblich. Gehen wir doch mal gleich durch. Also, natürlich können wir nicht beurteilen, wie toll es schlussendlich sich verkaufen wird, weil der Film noch nicht draußen ist. Deswegen weiß keiner, ob das ein Ladenhüter sein wird oder nicht. Aber ich kann euch sagen, wer Ghostbusters-Fan ist und wer Bauspaß haben will und Freude an einem Modell haben will, das viele, viele kleine Extras und Features hat, der sollte sich das auf seine Liste stellen. Trotz des hohen Preises. Also, die Anleitung hole ich mal kurz raus, weil ich ein paar Sachen zeigen möchte. Ich mache das am besten mal so, dass man es besser vergleichen kann. Oder? Ich bin ein Depp. So rum. Seht ihr, da ist das Modell. Und jetzt guckt ihr mal, wie gut die das getroffen haben. Die Farbe lassen wir jetzt außer Acht. Das ist ja hier ist das alte Modell. Das ist hier 1959er Miller irgendwas von Cadillac. Aber der ganze Aufsatz hier, die ganzen Aufsätze, alles wunderbar da. Wunderbar da. Die ganze Form, fantastisch. Von der Seite nach vorne. Die ganzen Abrundungen hier hinten, das Schräggemachte. Gehen wir nachher in Detail rein. Fantastisch. Also rein als Display-Set funktioniert schon mal hervorragend. Ja? Also das Design ist wirklich super. Nahezu perfekt. Was nicht perfekt ist, alles andere als perfekt ist, eben wenn wir jetzt nochmal hier drauf schauen, das ist eine Rostlaube, also sehr, sehr alte. Und Lego ist hingegangen und hat das mit solchen Aufklebern, sogenannten Rostflecken, lösen wollen. Ja, die Aufkleber sind in der Farbe und so weiter, wo ich das Gefühl habe, sieht aus wie das Endprodukt eines verdauten Mittagessen. Ja. Und das hat man dann da drauf geworfen. Die anderen Aufkleber sind Aufkleber, die ich machen wollte und gemacht habe, die machen Sinn, sind zum Glück transparent, zum Beispiel der hier vorne. Ne? Komm mal rein, so. Ja,
Andere Sachen wiederum, zum Beispiel, das ist ein schöner Druck. Das ist fantastisch. Wie gesagt, gibt ein paar Drucke. Das wollte ich mal vorneweg sagen. Ich bin aber froh, dass Sie das da hier, die Rostsachen mit Aufkleber haben, weil ich finde, die sehen hässlich aus. Soll jeder selbst entscheiden, aber ich lasse sie weg. Gut, gehen wir mal durch. Erstens, bevor wir zu den reinen Features kommen. Wir haben eine richtig schöne fette Motorhaube, die allerdings nicht sehr gut hält. Nichtsdestotrotz ist der Motorraum hervorragend verkleidet. Hervorragend verkleidet. Man sieht keine, irgendwie ist nicht groß durch den Boden durch, nichts, schön verkleidet. Also, da gibt es nicht viele Modelle, inklusive bei Bluebricks, wo ja zwar qualitätsmäßig nicht so toll sind, aber vom Detail her viel besser sind. Selbst da kann das locker mithalten. Jetzt, hier vorne hat man natürlich die ikonischen Leuchten nicht hundertprozentig hinkriegen können. Das ist klar. Aber wie sie es hingekriegt haben, ist super. Richtig super. Und dann hier vorne der Grill. Das sind, glaube ich, 40 Roller Skates. Aber tatsächlich Metallfarben. Wow, dass Lego sowas hinkriegt. Fantastisch. Super gemacht. Super gemacht. Klar, die müssten eigentlich in etwas tiefer versetzt sein und die flache Platte weiter draußen. Ich würde mal sagen, das ist halt einfach den Lego-Teilen geschuldet, dass man es nicht anders hingekriegt hat. Nichtsdestotrotz ist es trotzdem sehr, sehr gut gelungen. Sehr gut gelungen. Auch die ganzen Kurven, ich meine, das ganze Modell ist ein 59 Miller. Die haben Formen, wo eigentlich dafür ist Lego nicht ausgelegt, ne? Normalerweise. So, bevor wir dann nachher den Unterboden zeigen, jetzt mal hier die Seite. Wir haben mehrere Features. Erstens, auf der Seite, die Türe lässt sich nicht öffnen. Das ist gewollt. Ich kenne zwar bloß den Trailer vom neuen Ghostbusters Afterlife und ein paar Ausschnitte, aber das ist wohl gewollt. Wir sehen gleich innen dran, wieso. Da ist also nicht viel, wir haben nur die Leiter. Hier oben, wenn wir das jetzt aber sehen, wenn ich jetzt so fahre, seht ihr, wie sich das schön bewegt? Und auch hier hinten, das Ding, das bewegt sich beim Fahren mit. Wir haben also ganz schöne Technik dabei. Was noch viel cooler ist, ist, hier oben ist eine Hell-of-Rot-Steuerung. Ich meine, klar, der Wendekreis von dem Auto ist lachhaft, ne? Ist klar. Aber nichtsdestotrotz, es gibt eine. Super. Und wisst ihr, was noch viel besser ist? Oh, wir sind auf der Seite. Wisst ihr, was noch viel besser ist? Dann machen wir die dicke, fette, tolle Türe auf. Das Lenkrad dreht sich mit. So, jetzt stecke ich mich mal in den Fokus. Das Lenkrad lenkt sich mit. Es hat eine Hand-of-God-Steuerung. Das haben wir nicht mal die meisten Technikmodelle, vor allem nicht bei Lego. Wow! Sie können es. Guckt euch mal die fetten Türen an und habt ihr mal gesehen? Wir haben rundherum Verglasung. Eine rundherum Verglasung. Inklusive dieser schönen abgerundeten Seitenteile. Das wären so Schaufelteile, die sie dann halt zweckentfremdet haben mit Transparent. Ja, Hammer! Hammer! Super! Eine schöne Rückbank, Sitzbank. Vorne ein paar Instrumente verkleidet. War das da unten ein Aufkleber? Ja, dazwischen, ich weiß nicht, wie gut das man sieht. Aber hinter dem Lenkrad, das eine ist ein Aufkleber, die anderen zwei sind Drucke. Sieht trotzdem was. Und
Ich habe keine Ahnung, wie gut, dass man das sieht oder nicht, aber hier unten. Es hat ein Fußpedale, zwei Stück. Nein, was sie beim Mustang nicht hingekriegt haben. Deswegen der Mustang auch kein vollständiges Auto ist, wie so viele übrigens. Da ist Mustang nicht alleine. Da rede ich von dem fast super perfekten Auto, das Hongqi-Auto. Hat auch keine Fußpedale. Hey, da sind Fußpedale drin. Hammer. Hammer. Eine dicke, fette Türe. Das wird so aufgesetzt. Das ist richtig, richtig gut mit so Pin. Das hält. Fantastisch. Schöner Türgriff. Schöner Türgriff. Schöner Spiegel. Und dann die Leuchten. Das sind, wie ich gelesen habe, 1 Million Lumen Leuchten. Also damit kannst du auch Graf Dracula persönlich innerhalb von einer halben Sekunde einäschern. Super. Das war mal die eine Seite. Auch hier diese Zahne, der Aufsatz darauf. Super. Hier haben wir schön die normale Antenne, aber in schön, richtig gut. Schön verdrahtet alles. Und hier auf der Seite seht ihr schon mal einen Unterschied, wenn ihr die Türen anschaut. Hier ist der Türgriff vorne. Das muss so sein. Hier erstmal die Beifahrerseite. Die Scheiben sind übrigens im Großen und Ganzen ziemlich gut. Nicht perfekt, aber ziemlich gut. Und jetzt machen wir mal die hintere Türe auf. Die kann man auch ganz aufmachen. Und jetzt seht ihr da drin Verschiedenes. Upsi, bleibt dran. Danke. So. Wir sehen hier vorne einmal den Sitz. Und weiter hinten seht ihr einen Sitz. Mit dem Sitz hier hat es was auf sich. Und zwar, ich stelle das mal ab, der kommt nämlich dann so rausgeschnalzt. Im Trailer, wer den noch nicht gesehen hat, im Trailer sieht man, wie sie durch die Straßen heizen und der eine Jugendliche oder heranwachsende Mann dann da draußen sitzt und auf die Geister losballert. He? Richtig geil gemacht, ein schöner Mechanismus, der richtig gut funktioniert. Fantastisch. Richtig fantastisch, das macht Spaß. Dann achtet mal, ich weiß nicht, wie gut das seht, aber hier hinten hat es ja eine hintere Türe. Jetzt kann man den auch noch bewegen. Mit hier hinten. Das hat eine spezielle Funktion, die zeige ich euch jetzt dann gleich. Ich wollte es jetzt schon mal gesagt haben. Das Einzige, was ein bisschen schade ist, ist der Boden, dass der nicht gefliest ist. Aber abgesehen davon fehlt es an nichts. Super. Ich werde nachher versuchen, also ich werde es machen. Ob ich es bereuen werde, ist ein anderes Thema. Aber ich werde nachher mal das Dach entfernen. Ich werde es vermutlich bereuen. Gucken wir nochmal weiter hier. Auch die Räder, habt ihr das schon gesehen? Keine Achsvorstände. Schöner Abschluss. Klar, vorne braun, hinten grau, aber naja, von der Achse her. Aber trotzdem, schöner Abschluss haben sie beim Mustang nicht hingekriegt. Das sei das beste Expertauto nach vielen. Ich kenne nicht alle Expertauto, aber es gefällt mir auch. Aber sie haben es da nicht hingekriegt, was die Achsen hingekriegt haben. Das haben sie hingekriegt. Perfekte Achsen, hinten und vorne. Schön darunter versteckt. Und es passt in der Flucht her ebenfalls. Hammer. Einfach nur Hammer. Guck dir mal die schönen Haifischflossen an nochmal. Super. Dann, upsa. Nochmal von hinten. Eine richtig schöner Abschluss. Dann die klassische Türe, die sich natürlich auch aufmachen lässt. Und dann schaut man da rein, da seht ihr Instrumente und verschiedenste Sachen. Ich werde versuchen, das Dach wegzunehmen, also ich nehme es weg. Es ist aber nicht dafür gedacht. Aber ich zeige es trotzdem.
Aber bevor ich das mache, hier hinten seht ihr den Knopf. Und jetzt, wenn man den voll rauszieht, dann kommt die Geisterfalle rausgefahren auf vier Rädern. Super toll, das wird mit dem leichten Mechanismus da unten richtig schön gemacht, umgesetzt, wurde damit umgesetzt. Fantastisch, gefällt mir sehr, sehr gut. Auch wieder eine tolle Spielerei, macht auch hier wieder den Grill, super, super. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das am besten wegnehme, damit ich nachher auch wieder mich nicht aufrege, wenn ich es dran mache. Erst ist das da unten lösen. Zweitens das hier weg. Drittens das hier weg. Und das hier weg. So, und jetzt müsste ich es eigentlich bewerkstelligen können, dass ich das wegkriege, hoffe ich, denke ich, glaube ich. Es ist eben absolut nicht dafür gedacht, wegen der Spielereien, die ihr da drin seht, die auch mit dem Dach zusammenhängt. So, was haben wir? Hängt da noch? Gut, da auch noch. So. Das war so, das kommt nachher so da drauf, genau. Jetzt können wir mal das Dach an die Ecke. Upsi. Ja, das funktioniert auch. Bei Lego hält das nicht, wenn das auf die Art ist. Das ist normal. Jetzt haben wir schön das Dach hier oben. Eben, das hier dreht sich mit. Das ist hier unten. Ja, da, mit dem roten. Und hier oben steckt dann noch die Hand-of-God-Steuerung drin. Und das hier ist hier oben mit dem richtig tollen Mechanismus. Ich will euch den Bauchspann nicht verhören. Wenn ich es muss, muss ich sagen, ob ihr Ghostbusters-Fan seid oder nicht, das ist einfach Hammer. Hammer tolles Auto mit viel Bauspaß. So, ich habe das aber nicht abgenommen, das Dach zu betrachten, denn das hätten wir ja auch so hingekriegt. Sondern ich möchte euch ja das schöne Innenleben präsentieren. Oh, was ist denn da runtergefallen? Was habe ich denn da noch weggenommen? So auf der Seite, ne? Moment, so. Genau. Da gehst du doch hin, oder? Ja, so. Also, jetzt können wir viel, viel schöner da reingucken. Ist fantastisch gemacht. Fantastisch gemacht. Der Mechanismus, den können wir noch mal so demonstrieren, wenn ich da durchdrücke. So ist der gelöst. Und das Schöne ist, man sieht den hier überhaupt nicht. So wie hier. Super gelöst. Also Kompliment an den Designer. Hammer. Und jetzt hier seht ihr die ganzen Instrumente. Das meiste, das bringt praktisch alles Drucke. Auch auf der anderen Seite. Was ist jetzt schon wieder? Super. Und so sieht sich dann übrigens der Sitz, bewegt sich dann, ups, so, wenn das hier rauszieht. Und unten, achtet mal drauf da, da geht dann die Klappe auf, wo dann das richtig schön rausrollen kann. Super gemacht. Super. Ich bin sehr begeistert von diesem Modell. Wirklich, wirklich begeistert. Wirklich begeistert. So, setzen wir das gleich hier oben rein. Ihr seht das nochmal, bevor ich es so mache, da unten ist es dann in seiner Verkleidung. So, wo habe ich dich denn heruntergerissen, mein kleines Teil?
Ah, das war auf der Seite, ne? Ja. Also das Teil, dieses Ecto One Modell von Lego, muss ich sagen, ist ein perfektes Set. Es ist ein Spielset. Es ist zu teuer. Kein Thema. Also es ist ein Thema, aber es ist zu teuer, ja. Aber es ist alles in allem. Es ist ein Spielset, es ist ein Designset. Es ist einfach fantastisch. Punkt. Ich kann nichts anderes sagen. Ich finde es ja auch toll, wenn ich da eher sagen könnte, ja, Lego, was habt ihr wieder für einen Scheiß gebaut, weil ich nicht so ein Fan bin der Firma Lego. Aber Leute, man muss auch fair und ehrlich sein. Und fair und ehrlich muss ich sagen, dass dieses Modell halt einfach der absolute Wahn ist. Komm, bleib mal da vorne, so. Jetzt, wie war das? Das war... So, haha, endlich haben wir es wieder. Ich habe eine neue Kamera, deswegen gibt es jetzt hier auch so richtig schönen Autofokus, der das Zeug auch richtig schön scharf macht. Aber mir fehlt dann noch der zweite Akku. Und da kam das eh gerade gelegen, dass ich an der Stelle nichts zu sagen hatte, nichts Wichtiges. So konnte ich einen schönen Schnitt machen und Zeitraffer. Gut, also, wo war ich? Hammer. Ich habe jetzt schon einige Autos gebaut und ich war von einigen begeistert, vom Design, bei einigen war ich vom grundsätzlichen Qualität der Steine, Bauwerks und so weiter zufrieden, aber mit keinem war ich wirklich so hundertprozentig zufrieden. Aber das Ding hier, wow! Also das i-Tüpfelchen wären wirklich nur, und ich, also das ist jetzt wirklich gesucht, ja, wären fließen da drin und so Kleinigkeiten. Ja. Ein bisschen vorne den Aufkleber auf dem grünen Punkt, so sieht man den hier. Oder hier oben drauf hat es einen klitzekleinen Aufkleber. Also wenn man die 3, 4, 5, 6 Aufkleber, ja, da zum Beispiel, ja, wenn die jetzt noch Prinz wären, dann wäre das jetzt noch, auch noch ein i-Tüpfelchen. Ich muss allerdings sagen, ganz ehrlich, danke, dass sie wenigstens transparente Aufkleber dabei bringen. Und was die Schrottaufkleber angeht, die sind wirklich Schrott, also die Rostaufkleber. Ne? Das sind, ne. Aber das Teil ist der Hammer. Das Teil ist der Hammer. Ich bin erstaunlich lange dran gewesen. Also ich habe momentan gerade ein paar Freitage genommen. Und ich war vorgestern den ganzen Tag damit beschäftigt. Ich habe jetzt nicht gestresst. Ich hätte vermutlich das ein bisschen schneller machen können. Aber ich habe nebenbei Musik gehört, nebenbei YouTube-Video gehört. So. Mal wieder ein bisschen lernen, germanische Mythologie und so weiter. Und Politik. Und habe das nebenbei gebaut. Da ging das halt eine Weile. Aber der Bauspaß war der Hammer. Das ganze Teil ist wow. Einfach nur wow. Und jetzt noch der Unterboden. Guckt mal das an. Wisst ihr, was toll ist an dem Unterboden? Es ist nicht völlig farbverseucht. Es gibt an gewissen Stellen gibt's Rot und Grün da drin. Man sieht es aber nicht mehr. Und ansonsten hat man nur Gelb, Blau, Grau, Weiß, Rot. Fertig. Wenn man allenfalls noch meckern wollte, könnte man sagen, ja, die Lampen könnten ein kleines bisschen kleiner sein, aber ich meine, wir sind in der Noppensteinwelt, ja. Da muss man jetzt nicht allzu penibel tun. Es ist alles dran, was ich nach den Trailern und den Bildern sehen konnte. Es ist fantastischer Bauspaß, nur ein bisschen teuer. Wenn er damit klarkommt,
dann habt ihr da das meines Erachtens nach perfekte Auto. Nahezu perfekt. Nahezu perfekt. Der Preis, Punkt Abzug. Und ein paar Aufkleber zu viel. Aber ansonsten, das sollte mich abhalten. Also wenn ihr das Geld habt, dann muss ich ehrlich sagen, statt zwei größere Modelle von anderen Herstellern, die ich bis jetzt gehabt habe, den Kauf bereue ich nicht. Den Kauf bereue ich überhaupt nicht. Welchen Kauf ich bereue, ist dieser verfluchte X-Wing von Lego. Das ist ein anderes Thema. Das da hier, wow. Einfach nur wow. Schaut euch den nochmal richtig schön an. Fahren wir kurz nach vorne, damit man oben noch das bisschen Spiel sieht. Es ist wow. Einfach nur wow. Die ganzen Formen, alles, die ganzen kleinen Gadgets dran. Fantastisch. Und mit diesen Worten, Leute, macht's gut, baut schön, habt viel Spaß. Bis zum nächsten Video. Bye, bye.